Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde. Willkommen zu Horse Reality. Wie soll es auch anders sein? Wir haben viel zu tun heute. Ich habe meinen besten Quarterhengst mittlerweile hochgezogen. Der ist heute 6 Monate geworden und ihr wisst ja, ich mache es normalerweise nicht, aber ich möchte irgendwo vorwärts kommen und ihr werdet es, wenn ihr das Fohlen noch nicht gesehen habt, werdet ihr aber am Ende verstehen, warum ich ihn hochgezogen habe. Wir fangen aber erstmal mit den Fohlen an. Das sind jetzt Fohlen, die habe ich selber noch nicht gesehen. Und zwar von Senox nochmal. Das, Leute, ganz ehrlich, so gerne wie ich Senox damals gehabt habe und wie ich ihn immer noch habe, ich habe aber aus diesem Hengst nur Müll rausbekommen. Also ich habe, glaube ich, ein oder zwei gute Söhne, die GP-technisch sind, ein bisschen aus ihm rausbekommen. Ich muss einfach mal gucken, wie die vererben. Ich hoffe, die vererben besser als der Papa. Das ist schon wieder ein Kandidat. Das also, ohne Witz, wenn die die 90 macht, ne, dann werde ich sauer. Dann werde ich aber richtig sauer. So, okay. Sie ist auch ein Rabbi. Wie soll es auch anders sein? Oh, die Mutter hat. Ach, ich denke immer, die Mutter hat Champagne oder Cream mit dabei, aber das ist das dann. Hat sie aber nicht mitbekommen. Nee, sehr schön. Das, ja. Also ich habe so das Gefühl, dass sie eine Kandidatin ist, wo ich sagen muss, okay, Augen zu drücken, beide Äuglein. Und zwei Fohlen rausziehen. Dann haben wir einen kleinen Hengst, auch wieder von Senoxen Sohn. Nee. Das. Und das, genau das meine ich halt. Also, es ist. Kennt ihr das, was. Wie soll ich das erklären? Manche Hengste pushen so ein bisschen das GP. Also, das habe ich zum Beispiel mal bei meinem Sharon, der irgendwie GP-technisch sehr gut pusht. Also, ich habe aus Sharon sehr gute Fohlen gekriegt. Sowohl Stuten als auch Hengste. Aber irgendwie, nee. Also, Senox will so gar nicht. Das, nö. Also, er vererbt seine Very Goods. Das ist gar kein Problem. Nee. Ist zwar auch wieder ein Rabbi, aber das ist für mich einfach, das ist für mich ein Gisela-Fall. Das ist aktuell, es ist ein Gisela-Fall. Oder für einen Verkauf. Da, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Also, wenn er die 90 macht, dann stelle ich ihn in Verkauf. Dann könnt ihr ihn gerne rauskaufen. Ansonsten, nö. Und wieder nur ein Hengst. Was ist denn das? Von Ivan einer. Auch ein bisschen in die Hose gegangen. Aber das liegt, glaube ich, an der Stute. Denn die Stute ist gar nicht so gut. Ja. Nee, die Stute ist gar nicht so gut. Deswegen, ja, hätte besser sein können, aber nö. Und ist auch wieder ein ein Rapphengst. Heieieiei. Schon wieder ein Hengst. Habe ich irgendwie Hengstrunde hier oder was ist hier los? So. Eieiei, das wird interessant. Kann ich mitarbeiten. Wobei ich mittlerweile bessere. Ich habe einen besseren Hengst mittlerweile. Also für mich ist das schon. Was ist dies? Was ist das? Ich möchte weinen. Ich möchte weinen. Das. Nee. Mülltonne. Auch kein. Nee, konnte auch kein Rabbi werden. Wobei. Doch, warte mal, ist ein Rabbi-Träger. Die Mutter ist ja. Aber nein, Mülltonne. Die erste Stute. Und sie hat ein Cream. Oh, ich möchte weinen. Warum? Warum ein Cream? Ja, und ich glaube, das war sogar. Ja, nee. Aber die Mutter ist doch gar nicht so schlecht. Was ist das? Brrr. Also,
irgendwie ist so ein bisschen gerade der Wurm mit drin, ne? Ich kriege das tatsächlich auch so ein bisschen in der Zuchtgemeinschaft mit bei den Quartern. Das ist irgendwie so ein Rauf und Runter. Und irgendwie, also ist es mittlerweile bei mir so, dass ich an einem Punkt bin, wo ich halt ganz stark sage, ich weiß, wo ich hin will. Und alles, was dementsprechend nicht mehr in dem Sinne genügt, fliegt konsequent raus. Und da ist sie leider so eine Kandidatin wieder für. Auch nur ein Rabträger. Schade, schade. Also hätte sie wenigstens die 30, hätte ich gesagt, okay, überlege ich mir. Aber so, nö, Verkauf. Oh. Leute, ohne Witz, ne? Die Farbe finde ich gerade voll schön. Ich habe das böse Gefühl, da ist Champagne mit drin. Oder Pearl. Was ist da mit drin? Aber das, ganz ehrlich, so eine Farbe in Erwachsen, das würde ich feiern. Ich glaube, so eine Farbe gibt es auch. Also in Real Life. Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube schon. Ist auf jeden Fall nicht gut genug. Ach Mensch, was ist denn das? Möhrchen gehen aber an Vernice Hengst. Wie sieht der denn groß aus? Okay. Was? Silberpucht Pearl. Aha. Und ein Rabbi. Ist das irgendeine besondere Farbe? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er hat zwar Pearl mit da drinne, ja. Also sieht so ein bisschen wie so ein Flexen aus, ne? Also, na, die Mähne ist ein Tucken zu dunkel. Aber sonst, ziemlich dieses Gold, aber ja, was soll ich machen? Da hatte ich jetzt wirklich so die Hoffnung, dass da irgendwas Gescheites bei rumkommt. Leider, leider nicht. Oh, oh, Finis. Ich sehe Finis. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nicht gut. Mitzi? So, das sind einmal die Eltern von der Kleinen. Ist auf jeden Fall eine Stute. Oh, 700 GP. Okay, da kann ich mitarbeiten. Ja, aber ich... Okay, die bleibt. Da kann kommen, was will, die bleibt. Ich habe aber so wieder das Gefühl, dass die Konfi jetzt richtig im Eimer ist. Konfi-technisch, das wird nichts. Obwohl, die Mutter macht, schafft 80. Was ist das Schlechteste, was die Mutter macht? Ich kriege Angst. Das ist, nee, Angst, Angst. Aber wie gesagt, GP-technisch ist die wirklich da, wo ich hin möchte. Und ich habe Nase voll. Also die Mutter kommt raus und... Ui, guck mal. Ein paar Plus hat sie auch mitbekommen. Okay, also sie ist schon mal nicht schlecht. Wieder ein Hengst. Ich sag ja, bei den Quartern habe ich Hengstflut. Das ist sogar mittlerweile eine Eigenzucht, genau. Und keine gute. Nö. Mm-mm. Nö. Nö, 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 nö. Auch wenn er ein Flexen ist. Warte mal, wer ist denn? Ach, hier der Vater. Der Vater ist nur ein Flexenträger. Okay. Nee, aber wie gesagt, also das ist wieder auch so ein Kandidat. Mm-mm. Nein, nein, nein. Leute, ich weine gleich. Ich weine wirklich gleich. Was ist denn das? Auch nix. Es ist einfach alles nix. Also, ich bin jetzt gerade 10 Minuten eigentlich nur am Weinen, weil nichts Gescheites dabei ist. Bis auf eine Stute. Ui, ui, ui. Wir reden nicht weiter drüber. Also, was ist denn das? Wieso kriege ich denn nur Hengste? Und alles, was ich nicht brauche?
brauche ich alles nicht. So, Moment mal. Du bist aber definitiv, du bist auch wieder... Ja. Also, Rabbi ist er auf jeden Fall. Sogar ein sehr hübscher mit dazu. Aber nee. Was ist denn da passiert? Oh Mann, ey. Das ist dann wieder so ein Kandidat, der dann wahrscheinlich die 91 Konfi raushaut. Oh, dies, nee. Mm-mm. Reden wir nicht drüber. Ach so. Genau, das ist auch noch empfohlen. Das habe ich die Tage bekommen. Oder gestern? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die Mutter samt Fohlen mit zu Kisha gegeben. So wird er groß mal aussehen. Ich weiß gar nicht. 23, ja. Ich hoffe, sie kriegt gute Fohlen mit dem raus. Weil sie halt ja so ein bisschen GP-Push braucht. Wie gesagt, ich weiß ja, sie guckt ja auch meine Videos. Also, ich hoffe, du kriegst da was Ordentliches bei raus. So, den als nächstes. Eine Stute. Wow. Wir haben mal eine Stute mit dazwischen. Ich bin begeistert. Von dem GP aber nicht. GP-technisch Katastrophe. Und naja, 9 wäre gut, 3 gut. So wird sie groß aussehen. Ich muss mal gucken. Ich muss da mal abwarten, wie die Konfi ist. Ja, weiß ich noch nicht so genau. Ich finde es auch mega schade, der Vater von ihr, also mit dem Hengst, den habe ich ja, ich glaube 2 oder 3 Fohlen habe ich von dem. Da gibt es keinen Hengst, der, also ein Sohn von ihm, der nicht bei Gisela steht oder irgendwie beim Züchten mit den in den Finger kriegst. Es geht einfach nur um die Blutlinie. Ja, wie gesagt, ich muss bei ihr einfach abwarten. So, dann haben wir noch eine Stute. Das ist auch eine komplette Eigenzucht. Damit können wir arbeiten. Damit Applaus an Horse Reality. Wir haben dann jetzt mal brauchbares GP. Und, naja, dafür wieder nicht so viele Very Goods. 7 Very Good. Abwarten. Ich meine, es ist ein Rabbi. Ja. Und sie hat wieder das dann mit dazwischen. Oh, das sieht ich. Nein. Mm-mm. Wir Moser nicht. Wir Moser nicht. Mm-mm. So eine Mischung aus den aus den Großeltern ist sie. Wie alt ist denn die Mutter? Die ist erst 4. Uff. Behalte ich die Mutter oder gleich? Ciao, ciao. Nee, wir warten erstmal die Konfi ab. Wir warten Konfi ab und dann überlege ich, was ich damit mache. So, wieder eine komplette Eigenzucht. Das... Uiuiuiui. Was ist da passiert? 758. Ja. Ja, moin. Jetzt fällt es mir auch gerade ein. Die kam nämlich vor 2 Tagen. Habe ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt, weil sie schon wieder ein Champagne hat. Und sie wird groß so aussehen. Ich meine... Na, wobei. Nee, sie ist kein Rabbi. Aber ich werde die trotzdem behalten, weil die einfach das GP hat, wo ich mit hin will. Und deswegen... Okay. So eine Mischung. Win-Win-Situation. Wieder ein kleiner Hengst, auch eine komplette Eigenzucht. Ja, ist in Ordnung. Also das stimmt, da war ja was. Also ich habe 2, 3 Hengste, wo ich gedacht habe, so verdammt, was soll ich jetzt mitmachen? Aber ich glaube, ich werde ihn demnächst weggeben. Ich weiß gar nicht, konfitechnisch. Ja, es sieht so aus, als wenn er seinen Papa übertrumpfen würde. 740 ist eigentlich, es ist ein sehr gutes GP. Auch wenn er nur ein Träger ist. Ist er ein Träger oder? Ja. Er ist einfach nur ein Träger, aber ich glaube, ich werde ihn erstmal behalten. Oder ich werde ihn zu Gisela, nicht zu Gisela, sondern zur Fohlenwiese schieben.
Weiß ich noch nicht. Muss ich abwarten. Hier genau das gleiche Spiel. Die Kleine ist auch die Tage gekommen. Komplette Eigenzucht habe ich zu Kisha gegeben, dass sie halt einfach da so ein bisschen GP-technisch mit nach oben kommt, die Kleine. Ich meine, sie ist sogar ein Rabbi. Und ja, hoffe, dass sie da gute Fohlen rauskriegt. So, den haben wir nochmal, eine komplette Eigenzucht. Den Kleinen brauche ich jetzt nicht. Den werde ich mal gucken, ob ich ihn direkt zu Gisela gebe oder verkaufe. Weiß ich noch nicht. Wenn das das Höchste ist, was er hinkriegt, dann ist es ein Verkauf, kein Verkaufspferd, sondern ein Gisela-Pferd. Ist dann halt so. So, den haben wir nochmal einen kleinen Hengst bei den Finis, wo ich so ein bisschen Angst habe. 665 GP ist in Ordnung, ein very good und oh, die Grundvieh, oh. Aber hübscher Kerl. Er hat sogar, warte mal, wir haben 65, ne? Also in dem Falle hat er mehr wie sein Papa. Aber ich fürchte, das wird nichts. Konfitechnisch, das wird so rein gar nichts. Testen, 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 abwarten. Nochmal eine komplette Eigenzucht. Jetzt müssen wir mal gucken. 685 ist eine Stute. Kann ich jedenfalls besser mitarbeiten als mit den Hengsten. 11 Very Good, ein Good und ein Flexen-Rappträger. Ja, wie gesagt, also ich denke mal, die werde ich behalten. Und bei der Mutter weiß ich gar nicht, ob ich die behalte. Behalte ich die Mutter? Na, sie ist ein bisschen besser. Na, wenn du die Konfi deiner Mama machst, dann darfst du bleiben und Mama macht Winke Winke. Bam, balam, bam, bam. Habe ich hier irgendwo. Du bist aber nicht tragend. Ja. Funktioniert wieder. Huh. Ja, viel zu lang. Viel zu lang hier alles. Mit ihm möchte ich aber trotzdem züchten. Und zwar mit ihr, auch wenn die jetzt ziemlich wenig, na wobei so wenig hat die gar nicht. Ach ja, da war ja was. Ja, das ist jetzt Experiment auf höchstem Niveau. Da gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Und was ist mit ihr? Wobei, nee, die möchte ich eigentlich, das wird nichts. Und mit den beiden wird das eigentlich auch nichts. Okay, Finis haben wir durch. So, den aber du jetzt. Und der wird jetzt einen ganzen Schwung denken, soweit sie nicht miteinander verwandt sind. Nee, wartet mal. Ist denn, wo ist sie? Wo ist sie, wo ist sie? Hatte ich, nee, du nicht. Eins drunter, genau. Ihr seid aber nicht miteinander verwandt, ne? Twilight? Nee. Also die beiden auf jeden Fall. Da mal gucken, was dabei rumkommt. GP-technisch wahrscheinlich. Also wenn ich Glück habe, GP-technisch was ganz Gutes, aber dafür wieder Konfi-technisch nicht so was Gutes. Ich lasse mich aber überraschen. Ich lasse mich überraschen, was dabei so rumkommt. Habe ich noch einen? Ich glaube, sie war noch relativ hoch. Zwar nur ein Rappträger, ist mir aber jetzt gerade wurscht. Alt. Und wer war denn noch so weit oben? Bei mit ihr könnte man das auch mal ganz gut probieren. Und was war mit dir? Du bist ein Flexen. Ab ins Feuer machen wir die beiden. Ich habe hier wieder Unmengen an Stuten frei. Also Flexen. Das könnte auch interessant werden. Jo, alles klar. Probieren wir aus, was da so bei rumkommt. Meine Diva. Die sind auch nicht miteinander verwandt.
Vielleicht kriege ich da so ein bisschen die Konfi nach oben. Was haben wir denn noch hier so Schönes? Nein, du nicht. War auch. Was ist mit dir? 35. Testen wir. So, ich sehe jetzt aber, das Video ist mega lang. Leute, ich höre jetzt auf zu züchten. Ich werde im Off noch ein bisschen gucken, wen ich miteinander verpaare. Ich danke dir fürs Zuschauen. Links und rechts findest du zwei weitere Videos von mir. Und toi, 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 danke fürs Zugucken. Drück mir die Däumchen, dass es hier gut geht mit ihm. Und spätestens in 2 Wochen wissen wir, wie die Fohlen von ihm sind. Ja, links und rechts zwei weitere Videos. Und wie immer, kommentieren, liken nicht vergessen. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.